Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Online-Pressekonferenz zur bayerischen Containment-Strategie und zur Softwarelösung für die Eindämmung der Corona-Pandemie in Bayern mit den Ministerinnen Melanie Hummel, Gesundheit, und Judith Gerlach, Digitales. Es ist eine Online-Pressekonferenz, wie die letzten bei uns auch, und deswegen Fragen bitte per Online auch stellen. Ich werde sie dann im Nachgang der Eingangsstatements den Ministerinnen stellen. Wir beginnen mit einem Statement von Frau Hummel und im Anschluss das Statement von Frau Gerlach. Bitte schön, Frau Hummel. Auch ein herzliches Grüß Gott von mir. Ich freue mich, dass wir heute hier im Digitalisierungsministerium sein dürfen und gemeinsam über die Containment-Strategie sprechen können, wo es eben auch darum geht, wie können wir digitale Möglichkeiten einsetzen, auch hier für Bayern. Wenn es um die Corona-Pandemie geht, ist es eben sehr, sehr wichtig, wenn wir auf der einen Seite Menschen mit in ihren Alltag einschränken, mit den Ausgangsbeschränkungen, die wir die letzten Wochen hatten und die wirklich von den Menschen gut aufgenommen wurden. Und wenn wir hier Erleichterungen schaffen, müssen wir natürlich auf der anderen Seite da, wo wir wissen, dass Infektionen da sind, eben genau und ganz strikt hinschauen, um Infektketten auch entsprechend unterbrechen und eindämmen zu können. Das ist das Wichtige bei dieser Containment-Strategie. Und hier sind die Gesundheitsämter vor Ort natürlich diejenigen, die besonders gefordert sind. Sie sind diejenigen, die eben die Menschen, wenn ein positiver Test vorliegt, anrufen und dann fragen, mit wem hatten Sie Kontakt? Wie können die Kontaktpersonen nachermittelt werden? Was müssen die Kontaktpersonen eben beachten, dass sie dann 14 Tage auch in Quarantäne entsprechend sind? Und wie kann hier Kontakt gehalten werden? Wie sieht es mit Symptomen aus und so weiter? Weiter und so weiter. Um da die Gesundheitsämter zu unterstützen, ist es gelungen, auch aus den anderen Ministerien, und ich bin da meinen Kollegen sehr, sehr dankbar, dass wir eben auch hier Unterstützung bekommen haben. Das war mein Anfang. Bis zu 800 Mitarbeiter, die in die Fläche bei den Gesundheitsämtern mit unterstützen konnten. Und das sind jetzt nochmal über 3.000, die hier auch mit eingesetzt werden in sogenannten Kontakt-Tracing-Teams. Und in diesen Teams, da geht es vor allem darum, dass die eben genau dranbleiben, dass die eben diesen Kontakt halten mit den Betroffenen. Und wir konnten diese über 3.000, die vor allem auch aus den anderen Ministerien zum Großteil sind, Beamtenanwärter, die hier uns unterstützen bei den Gesundheitsämtern, da konnten schon 1.900 die Schulung durchlaufen und aktuell sind schon rund 190 Teams mit insgesamt circa 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich vor Ort auch schon im Einsatz und es werden täglich mehr, die auch von vor Ort von den Gesundheitsämtern angefordert werden und hier mit unterstützen. Am Schluss sollen es dann eben insgesamt nahezu 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die die Gesundheitsämter vor Ort unterstützen. Und bei dieser Unterstützung ist es auch notwendig, dass eben auch Softwarelösungen mit eingesetzt werden können, dass eben auch eine Vergleichbarkeit da ist. Dass, wenn es eben darum geht, Kontakt zu halten, dann ist es bisher meistens telefonisch oder dass man direkt mal einen Besuch abstattet. Und da ist die Frage, können wir nicht noch bessere Lösungen anbieten? Und diese Lösungen sollen dann, diese webbasierten Lösungen, auch kostenfrei den Gesundheits Ämtern zur Verfügung gestellt werden. Und da wird meine Kollegin dann auch noch ein bisschen intensiver berichten, was denn da sich alles dahinter verbirgt. Ich darf vielleicht auch noch mal die tagesaktuellen sogenannten 10-Uhr-Zahlen Ihnen hier auch vermitteln. Wie viele Fälle haben wir denn gerade in Bayern? Es sind heute tagesaktuell 39.820 bestätigte Corona-Fälle in Bayern. Das ist im Vergleich zu gestern eine Steigerung von 1,6%. Und man merkt, dass die letzten Tage ja wirklich die Zahlen konstant niedrig sind. Das ist auch ein Erfolg davon, dass die Menschen wirklich so gut mitmachen. Deswegen kann ich auch hier noch mal appellieren: Bleiben Sie dabei, halten Sie diesen 1,5 Meter Abstand. Auch wenn es jetzt im ÖPNV oder in den Geschäften eine Maskenpflicht ab nächster Woche gibt, die Maske, die Sie dann tragen, oder das Schal, das Sie sich entsprechend als Mund-Nasen-Bedeckung nutzen, die schützt eben nicht davor, dass wir nicht auch wieder weiter
weiter versuchen sollten, möglichst Abstand zu halten. Ich weiß, es geht nicht überall, aber dass wir weiter dran denken, ist mir sehr, sehr wichtig. Warum ist es wichtig? Weil wir nach wie vor auch eine Steigerung bei den Todesfällen haben, auf heute 1502. Das ist eine Steigerung um 4,1% zu gestern. Also das heißt, das Virus ist nach wie vor aktiv, es ist nach wie vor gefährlich. Deswegen, auch wenn wir Erleichterungen erlauben, bitte bleiben Sie weiter vorsichtig und nutzen wir auch die modernen Möglichkeiten. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier im Digitalministerium sind und die Kollegin Judith Gerlach jetzt noch mal näher beschreiben wird, was die Gesundheitsämter an Lösungen nutzen können, neben den Mitarbeitern, die unterstützend tätig sind. Aber wir wollen sie auch noch mal technisch unterstützen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das eine gute Zusammenarbeit ist. Vielen Dank, liebe Judith, an dich. Vielen Dank, liebe Melanie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Digitalministerin freue ich mich natürlich besonders, dass ich Sie heute digital sozusagen vor den Bildschirmen begrüßen darf. Die Contract Tracing Teams wurden ja schon angesprochen, die unglaublich wichtige und enorm viel Arbeit momentan haben. Meine Kollegin Gesundheitsministerin Melanie Hummel hat es ja bereits angesprochen. Und wir möchten den Beteiligten dann natürlich unseren ganz herzlichen Dank auch aussprechen, weil es geht jetzt schon einige Zeit so und es wird auch noch weiterhin so gehen. Umso wichtiger ist es, dass dort eine Hilfe kommt, auch in digitaler Form. Die Arbeit ist nämlich momentan noch extrem Ressourcen, vor allem aber auch zeitaufwendig. Die Teams müssen ja aktuell die Infektionswege telefonisch nachvollziehen können. Die Datenerhebung funktioniert momentan nur dezentral. Das heißt, dass jeder Infizierte, aber letztendlich auch die Kontaktpersonen jeden Tag im Grunde genommen angerufen werden müssen. Und die Symptome werden dann je nachdem abgefragt. Und das ist einfach wahnsinnig zeitaufwendig. Dabei ist Zeit gerade ein, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor momentan. Nur wenn die Infektionswege so schnell wie möglich nachvollzogen werden können, die Betroffenen sich dann auch letztendlich zügig in die häusliche Quarantäne begeben, kann es auch gelingen, die Verbreitung des Virus einzudämmen und im besten Fall natürlich irgendwann zu stoppen. Und dabei kann die Digitalisierung sehr helfen. Wir stellen daher den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesundheitsbehörden ein zentrales System zur Verfügung. Die Software haben wir BISIM genannt, Bayerisches System zum Infektionskettenmanagement. Es ist eine zentrale Plattform. Mit ihr wird auch die überregionale Zusammenarbeit der einzelnen bayerischen Gesundheitsbehörden ermöglicht. Auch Doppelarbeit bei der Erfassung von Kontaktpersonen über die Landkreisgrenzen auch hinweg wird vermieden und der Datenfluss hin zu den übergeordneten Behörden einfach beschleunigt und definitiv erleichtert. Über diese Online-Plattform können infizierte Personen, aber auch deren Kontaktpersonen ganz einfach von den Behörden erfasst werden. Wir haben hier im Hintergrund mal die Maske aufgezeigt, wie das Ganze aussehen kann. Außerdem können die Betroffenen selbstständig auch die Symptomchecks durchführen. Also können sich überlegen, welche Symptome habe ich, geht es mir gut oder doch nicht, und können das gleich dem Gesundheitsamt übermitteln. Die Daten werden sofort weiter übermittelt. So kann dann jeder Betroffene quasi ja im Prinzip Teil des Tracing-Teams werden. Alle können dabei zusammenhelfen, die Infektionsketten schneller nachzuverfolgen, nachvollziehen zu können. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden werden einfach ganz klar entlastet. Morgen findet dann der Kick-off statt für den Rollout für alle Gesundheitsämter. Ja, die Digitalisierung ist in der momentanen Situation mehr oder weniger überall gefragt, ob es unser Alltagsleben anbelangt oder auch das Berufsleben. Dort wird jetzt sehr viel mehr digital erledigt. Die Digitalisierung kann uns aber auch eine große Hilfestellung sein bei der Bekämpfung des Virus selbst. Natürlich geht da grundsätzlich noch mehr. Die vom Bund angekündigte Tracing-App könnte sehr dabei helfen, auch die Kontaktpersonen frühzeitig zu warnen und damit den Betroffenen auch ja schnell die Gelegenheit geben, sich bei den Gesundheitsbehörden dann melden zu können. Umso bedauerlicher ist es, dass sich das Vorhaben auf Bundesebene verzögert, weil es letztendlich eine sehr wichtige Ergänzung sein kann für unsere Eindämmungsstrategie. Und momentan gehen eigentlich die wichtigsten Zutaten für einen Erfolg einer solchen App verloren. Das ist Zeit und das ist vor allem Vertrauen. Es wird gerade aufs Spiel gesetzt, dass die Akzeptanz
der Menschen schon vor einer App-Einführung verloren geht. Schnellschüsse, die nach hinten dann losgehen, weil sie nicht ausgereift sind, befürwortet natürlich keiner. Aber wir brauchen beim Bund eine klare und vor allem eine transparente Linie, um ja nicht vollends die Zustimmung auch der Bürgerinnen und Bürger von Anfang an zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, wieder an einen Tisch zu kommen, nachvollziehbar zu vermitteln, was das Ziel der App ist, wie man sie sich auch vorstellt. Und ich glaube, es sind wirklich noch mehr vertrauensfördernde Maßnahmen nötig, denn es ist das A und O, ist die Akzeptanz der Bevölkerung in eine solche Anwendung, weil sie nur dann auch genutzt wird. Die Akzeptanz kann vor allem aus unserer Sicht dadurch gefördert werden, dass man absolut und klar an der Freiwilligkeit der App festhält, sie datenschutzkonform ausgestaltet und natürlich nach den höchsten Sicherheitsstandards konzipiert und dies aber letztendlich auch erklärt. Die Kommunikation der dann gewählten Lösung, das Warum, die Vorteile, das schafft Transparenz, das schafft aber letztendlich vor allem Vertrauen in die Anwendung. Ebenso die Offenlegung des Quellcodes für die Überprüfbarkeit durch Dritte, aber vor allem, wenn es darum geht, auch verschiedenste Apps, die sich in ganz Europa bilden werden, auf eine Technik zu vereinen. Auch deswegen ist es natürlich notwendig, das Ganze offen zu legen. Digitalisierung kann uns sehr helfen bei der Bewältigung dieser Krise. Wir müssen es aber beherzt tun, wir müssen es zügig tun. Allerdings aber auch immer im Gleichschritt damit, die Menschen mitzunehmen und sie letztendlich auch von den Lösungen zu überzeugen. Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Journalisten. Wir haben über die Einladung einen Link verschickt, über den Sie sich einwählen könnten und wo Sie sich bitte nach einer kurzen Registrierung, wo Sie die Fragen direkt reinposten können. Bis jetzt sehe ich noch keine Frage, die vorliegt, wenn Sie sich noch kurz registrieren wollen. Scheinen alle Fragen beantwortet gewesen zu sein schon. Offensichtlich sind alle Fragen geklärt, umfassend beantwortet. Also letzte Möglichkeit für die Kollegen, noch eine Frage zu stellen, falls es noch technische Probleme geben sollte bei der Anmeldung. Ah, da ist eine. Also offensichtlich funktioniert das System. Ich habe eine Frage von Kassian Stroh von der Süddeutschen Zeitung. Hat Bayern diese Plattform selbst entworfen oder woher kommt sie? Das würde ich beantworten. Nein, wir haben sie nicht selbst entworfen, sondern wir arbeiten mit Cluster Reply zusammen. Das ist der Dienstleister, der Microsoft verwendet, um diese Maske, diese Plattform dann aufzusetzen. Gut, gibt es noch weitere Fragen, liebe Kollegen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wenn keine weiteren Fragen reinkommen, würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Auch bei den beiden Ministerinnen. Und dann kann man es kurz machen und dann würde ich sagen, dann beschließen wir die Pressekonferenz. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank auch. Okay.